Hallo meine Lieben, hier ist Natascha und ich melde mich zurück mit einem Tutorial heute. Und zwar möchte ich gerne euch zeigen, wie ich Fadengrafik sticke. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, am Sonntag habe ich auf meinem Blog eine Karte gepostet. Und zwar ist das die hier. Hier habe ich eine Fadengrafik gestickt und das Ganze auf Designpapier. Mit Perlchen, also die sind auch mit verstickt. Das Ganze habe ich mit schwarzem Negern genäht. Und ein paar Elemente, hier vorne sind so Striche, also Stiche, die sind aus metallischem silbernen Stickgarn. Das gibt es auch speziell für die Fadengrafik zu kaufen. Und hier habe ich einfach Stäbchen, Perlchen in ja, so einem Kupferbraunton. Bronze, Kupfer, Bronze, Braunton, so jetzt. Das Ganze habe ich auf meine Art und Weise mit ja, Stempeln kombiniert. Also das ist ein gorgeous Stempelmotiv. Ja, ich habe hier noch am Rand was gewischt, gestempelt. Ich habe hier auch so ein paar Kleckse aus weißer Abtintfarbe oder Acrylfarbe. Genauso wie hier in der Ecke. Und das Ganze noch mit ja, Halbperlchen, Schmuckstein und Pailletten verziert. Mehr wollte ich jetzt auch gar nicht drauf haben. Also ich bin normalerweise jemand, der wirklich sehr, sehr viel auf die Karte packt. Nur hier fand ich jetzt das Muster so schön und auch das Motiv. Und da wollte ich halt jetzt nicht noch irgendwie noch große Blumen mit drauf machen oder Schleifen oder ähnliches. Das wäre zu viel gewesen. Und jetzt schweife ich eigentlich auch schon ab, weil ich wollte euch gerne zeigen, wie das alles ge geht. Also das Muster, was ich auf meiner Karte verwendet habe, ist aus dem Heftchen Echt Chrissy Hobby Dolls. Ist auf Niederländisch geschrieben, also nicht gerade einfach nachzuvollziehen. Und ich kaufe mir die wirklich nur wegen den Mustern. Also wenn die Muster mir gefallen, dann kaufe ich mir das. Und das ist das Muster, was ich gestickt habe. Hier ist auch eine Beispielkarte mit 3D-Technik oder mit einem Milo und Friends Motiv. Also, ja, ist nicht schlecht, aber das Muster finde ich viel schöner als jetzt das Ganze drumherum. Und irgendwie beißt sich das Ganze, weil es einfach, ja, irgendwie alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht harmonisch ist. Ich fand auch den weißen Hintergrund jetzt eigentlich auch irgendwie nicht so toll, deswegen habe ich ja bei meiner Karte das Ganze in rosa gemacht. Und das ist halt das Muster. Und in der Mitte kommt das Motiv. Und viel für drumherum Gestaltung ist halt auch nicht, also kein Platz da. Diese Kästchen mit den Stickvorlagen sind 13 x 13 cm groß. Ich habe das einmal gemattet in schwarz. Ein bisschen ja, quer auf die Karte geklebt. Meine Karte ist insgesamt 15 x 15 cm groß. So. Und ja, wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe mir das Motiv fotokopiert. Hier ist noch der Rest von dem Papier, wo ich das Ganze ausgeschnitten habe. Also ganz in Schwarz-Weiß fotokopieren, ganz normal. Idealerweise ausschneiden und einlaminieren, weil dann habt ihr diese Vorlage für immer. Und dann könnt ihr sie so oft wiederholen, wie ihr das Ganze haben wollt. Ob ihr jetzt eine Karte damit macht oder zwei oder drei oder vier. Aber ich mache ja meistens nicht nur einmal das Muster und damit ich das Ganze wirklich ja auch habe und nicht jedes Mal von vorne anfangen muss, jedes Mal eine frische Kopie machen muss und mit dünnem Papier arbeiten, ist einfach nicht so schön. Hier sieht man dann auch die Punkte, die ich durchgestochen habe. Ja, aber wenn das einmal durchgeprickelt ist, ist das ja alles sozusagen kein Problem. Also das geht nicht weiter kaputt. Ich habe das Ganze auf DIN A5 laminiert. Ja, hätte auch wegschneiden können. Das, was sozusagen überbleibt, könnt ihr auch gerne wieder verwenden, weil auch die Folie lässt sich super noch weiter benutzen. Ich habe zum Beispiel mit den Joycrafts Ribbon Buttons ein paar Stanzen aus der Laminierfolie quasi ein paar Embellishments selber gemacht.
Also das ist ganz normal, diese Laminierfolie. Nehmen wir mal einen anderen Hintergrund. Ja, und dann das Ganze einmal durchgekurbelt. Und dann ergeben sich ganz tolle Elemente dann später für eine Karte oder ein Scrapbook oder ähnliches, was ihr gestalten wollt. Fand ich super toll. Und so kann man noch aus dem Müll noch was Schönes oder Praktisches ja, machen. So. Heute möchte ich aber ein anderes Muster machen. Und zwar habe ich mir dieses hier ausgesucht. Das nächste wird nämlich eine Hochzeitskarte und das fand ich eigentlich super schön. Auch das habe ich ja laminiert. Das habe ich schon zurechtgeschnitten. Und auch dieses Quadrat ist wieder 13 x 13 cm groß. Als Papier habe ich mir dieses Mal kein Designpapier genommen, sondern so ein Karton. Das ist Leinstruktur ist halt mit drauf und das Ganze ist noch mit einem schönen Perlmutterglanz überzogen. Das habe ich mir auf 13 x 13 zugeschnitten und durchgeprickelt. Ja, wie geht das denn? Also, ihr braucht eine Prickelunterlage. Die ist schön dick. Also, wenn ihr Moosgummi oder ähnliches habt, könnt ihr das auch drei, viermal zusammenkleben, weil ich glaube, die sind ungefähr 1 cm dick. Und man braucht zwar nicht so eine Dicke, aber das lässt sich damit halt wirklich einfacher arbeiten. Ich habe meine Prickelmatte und meine Prickelnadel, weil deswegen sage ich das jetzt, in Fein von Ideen mit Herz. Aber die bekommt ihr wahrscheinlich auch in anderen Läden. Und die sind halt ja essentiell, würde ich sagen. Also Prickelmatte und Prickelnadel müsst ihr schon haben. Alles andere, ja gut, das sind die Vorlagen. Entweder kauft man sich so ein Hobbydoll-Heftchen oder man lädt sich dann die eine oder andere Vorlage aus dem Internet runter. Da müsst ihr bei Google nach Stitching Card Pattern oder tut, Dings, wie heißt das nochmal? Ja, ich komme gleich drauf. Freebie. Ja, Pattern, die Vorlage. Template. Ich gucke gleich später, wenn ich das Ganze hochgeladen habe, werde ich noch die Infobox mit Informationen für euch füllen. Und dann schaue ich auch nach einer, mache ich eine Google-Suche und werde euch das Ganze auch noch verlinken, dass ihr auch mal quasi ohne dass ihr irgendwas kaufen müsst, schon mal eine oder zwei Vorlagen zum Austesten habt und gleich loslegen könnt. So. Ja, also, wie geht das? Das Designpapier oder das Papier, was ihr besticken möchtet, kommt unter die Vorlage. Das Ganze versuche ich natürlich so an die Kanten anzulegen, dass es wirklich gerade bleibt. Und hier würde ich auch sagen, am besten Tesafilm. Das Ganze fixieren, damit euch das Ganze nicht verrutscht. Ja, jetzt ist mir das gerade so verrutscht. Einmal ausrichten vernünftig. Festkleben und umschlagen auf der Vorderseite, dann das andere Stück festkleben. So. Und einmal auf der anderen Seite genau dasselbe. Einmal ankleben. Das Papier, was ihr verwendet zum Prickeln, sollte ungefähr 160 Gramm oder schwerer sein. Also Karton. Designpapier, je nachdem welches ihr benutzt. Das, was ich benutzt habe, ist das Paperpad von Studio Light. Das hat 170 Gramm und damit lässt sich das halt super verarbeiten. Bei dünnem Papier kann das euch passieren, dass es reißt oder dass sich das wält beim Stecken später. So, jetzt ist das Ganze fixiert und jetzt heißt es eigentlich nur noch prickeln. So. Ihr nehmt euch eure Prickelnadel und fangt an, die ganzen Punkte durchzuprickeln. Also ihr geht dann wirklich nur mit der Spitze rein und stecht das nicht zu weit durch. Also ihr sticht nur die Folie, die Laminierfolie und das Papier einmal durch.
Ich habe jetzt nur Angst, dass ich jetzt nicht richtig aufgelegt habe und mir irgendwie doppelte Löcher steche. Deswegen, also ihr dürft das auf jeden Fall nicht komplett so versenken. Das geht nicht. Also ihr müsst wirklich nur die Spitze durch. Ihr könnt euch das auch jedes Mal umdrehen und schauen. Ah, es ist durchgeprickelt oder, oh, da fehlt vielleicht ein Punkt. Auch wenn ihr sozusagen komplett durch seid, einmal kontrollieren, ob das wirklich alles zu sehen ist. Und dann könnt ihr schon lossticken. Wir lösen wieder das Tesafilm ab. Dieser Karton ist beschichtet und er würde jetzt auch nicht anreißen, aber wenn ihr die vordere Seite, jetzt muss ich mal rauszoomen, die vordere schöne Seite direkt unter die Vorlage setzt und hier mit eurem Tesafilm hantiert, dann wäre es auch nicht so tragisch, wenn jetzt hier ja, das Papier sich ein bisschen mit ablöst. Das sieht man hinterher ja gar nicht. Aber das Fixieren ist schon wichtig. Wenn ihr euch einmal da vertut beim Prickeln und das Muster falsch aussieht, dann wird sich das später auch nicht schön ja, im Endergebnis zeigen. So, dann sind wir mit dem Prickeln schon mal fertig. Als nächstes brauchen wir einen Garn. Ich verwende hier ganz normales Stickgarn, Nähgarn. Das ist jetzt ein Overlock-Rest, was ich in weiß habe. Für meine andere Karte habe ich schwarz benutzt. Ist auch nur ganz normales Overlock-Nähgarn. Es gibt auch tolle Bänder, Effektbänder für die Fadengrafik. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hingetan habe. Das hier hatte ich, glaube ich, bei Ideen mit Herz einmal gekauft. Also das ist schon Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch im Sortiment haben. Also das sind metallische Bänder. Die sind sehr fein und sehr dünn. Also ich weiß nicht, also mir persönlich gefällt es als Highlights, als kleine besondere Muster. Aber ich würde das jetzt so ein Muster, also ein Fadengrafikmuster, nicht mehr komplett damit aussticken. Also mir persönlich gefällt es nicht, anderen schon und es ist jedem halt selber überlassen. Hier habe ich noch ein noch nicht mal geöffnetes Set aus dem Action. Da sind 15 Rollen drin mit 20 Metern jeweils. Ich weiß auch gar nicht, wie weit man damit hinkommt. Hier habe ich, glaube ich, auf der Messe mal ein Set mitgenommen. Da fehlt jetzt eine Rolle und da würde ich das auch noch gerne zeigen. Nachdem ich ein Muster komplett damit ausgesteckt habe, ist die Rolle fast leer. Also da muss man auch schon schauen, dass man mit der Menge auch hinkommt. Hier ist das ein, ja, auch metallische Garne mit Verlauf teilweise mit drinne. Also sind sehr hübsch. Das auf alle Fälle. Nur auch sehr, sehr fein. Dagegen ist das Stickgarn fast schon ja grob, lässt sich aber auch super verarbeiten. Und ich finde, das Ergebnis spricht für sich. So, hier haben wir eine Nadel. Ich hatte beim vorhin schon ein Video versucht zu drehen und da bin ich ja schon wirklich beim Fädeln des Fadens fast verzweifelt. Aber ich denke mal, das kriegt ihr schon hin. Also wir brauchen wirklich, wir sticken nur ein Garn, also wir machen keinen Knoten jetzt rein. Wir brauchen wieder Tesafilm und fixieren jetzt unseren Anfangfaden oder unser Ende auf der Rückseite. So. Ich zoome mal näher dran. Ich habe mir jetzt den Schnörkel ausgesucht. Damit würde ich gerne jetzt anfangen. Und zwar, hier ist das erste Loch, da steche ich jetzt rein. Dadurch, dass die Löcher schon vorgeprickelt sind, kann man halt sehr gut erkennen, wo man zu sticken hat. Das ist echt genial. So, das war jetzt das Loch Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Da geht's halt weiter. Das Muster entsteht dadurch, dass ihr das Ganze immer im gleichen System weiter fortführt. Ihr könnt natürlich das Ganze auch mit 4 Schritten, also von Loch 1 zu Loch 4 oder von Loch 1 zu 6, also es könnt euch variieren. Ich bevorzuge 5, weil es irgendwie für mich eine ja, leichte Zahl ist, die ich sehr schnell merken kann.
So, und hier sehen wir es 1, wo wir eingestochen haben. 2, 3, 4 sind noch frei. 5 ist so das Ende. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. In die Richtung wäre falsch, weil da können wir ja keine 5 Schritte zurückgehen. Also immer darauf achten, jetzt stechen wir ein sechstes Loch rein. So, ziehen den Faden durch. Dann wieder umdrehen. Und dann zählen wir wieder zurück. Was ist das jetzt hier? So ein Flusen. Den habe ich jetzt weg. Das war jetzt Nummer 6, 5, 4, 3, 2. Oder natürlich leichter 1, 2, 3, 4, 5. So, und da erkennt man schon, dass sich das Ganze so wie eine grafische Zeichnung abbildet. Das sieht, finde ich, schon sehr hübsch aus. So, dann wieder das Ganze wieder von vorne. Einmal umdrehen. Da sehen wir, Loch 1 und 2 sind schon voll. Jetzt gehen wir ins dritte. Also auf der Rückseite sieht es aus wie ein ganz einfacher Stich. Und auf der Vorderseite haben wir das schöne Muster. Auch hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 und in das nächste Loch einstechen. Wenn man eine gewisse Übung drin hat und das länger gemacht hat, weiß man, ah ja, ich drehe um, gehe einen Schritt weiter, steche mir das Ganze durch, drehe wieder um und dann gucke ich, ah ja, das letzte Mal war ich da drinne, dann ist das nächste in der Mitte und steche da durch. Also es geht dann schon ein bisschen flotter. Auf der Rückseite immer einen Schritt weiter. Und hier auf der Vorderseite auch. Einen Schritt weiter. Und das mit den 5 Schritten muss man sich halt wirklich dann merken, wenn man sich einmal irgendwie vertan hat oder das Ganze weglegt, wieder von vorne anfängt. Wenn man einmal beim Sticken ist, dann ist das, muss man meistens nicht mehr zählen. Also es ist am Anfang noch schwierig, sich da reinzusteigern, aber mit der Übung wird man halt einfach geschickter, würde ich sagen. Also doch, dann braucht man schon eine gewisse Übung für und ja. Also wir haben jetzt fast schon den Bogen des Schnörkels fertig und da erkennt man schon das, ja, das grafische Muster, was sich dabei bildet. Und ja, das setzen wir jetzt fort. Also wer das System verstanden hat, kann gerne jetzt auch schon ausschalten. Ich wollte nur gerne mal ein längeres Video drehen und mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Wer sich das überhaupt bis zum Ende anschauen möchte. So. Ich hoffe, man kann auch das jetzt erkennen und ich bleibe in der Kamera. Ja, also das wird jetzt eine Hochzeitskarte und deswegen habe ich mich für Farbe Weiß und Rot entschieden. Und da Weiß auf Rot wirklich sehr gut wirkt als andersrum, habe ich dann ja dieses Mal einen dunklen Hintergrund gewählt. Wer sich dafür interessiert, wie das Ganze dann fertig ausschaut, darf sich gerne bei mir auf dem Blog umschauen. Demnächst, wenn die Karte fertig ist, geht sie online. Ich kann das auch später, wenn ich dann das Ganze wirklich fertig habe, auch in der Infobox ergänzen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie lange das Ganze mit dem Hochladen des Videos dauert. Und wer sich das wirklich überhaupt angucken möchte. Und wie das Ganze bei euch ankommt, das ist natürlich sehr interessant für mich, so ein Tutorial zu drehen und das Ganze euch zu erklären. Ist das überhaupt nachvollziehbar? Versteht ihr, was ich meine? Oder möchtet ihr, dass ich dann noch irgendwie tiefer ins Detail gehe? Oder
irgendwie, was ich, wenn ich irgendwas vergessen habe, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch, dürfte das natürlich auch gerne immer zeigen und schreiben. So, wir sind fast fertig. Jetzt fehlen hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Das kann man zum Beispiel auch gut beim Fernsehen gucken machen. Das mache ich zwischendurch, wenn ich, also die letzte Fadengrafik, die ich gemacht habe, die habe ich dann auch nebenbei beim Fernsehen gucken mit den Kindern. Oder wenn ich gerade einfach Pause gemacht habe, einfach in die Hand genommen und weitergestickt. Ich habe mir dafür einfach ein Döschen fertig gemacht, wo ich mein Garn drin hatte, mein Tesafilm, weil Tesafilm braucht man öfters. Jedes Mal, wenn man ein neues Stück Faden anfängt, muss man das Ganze ja fixieren und jedes Mal, wenn man den Faden leer hat, muss man das auch wieder festmachen. So. Noch zwei Stück. Und das letzte. So, jetzt ist der Schnörkel fertig. Und ja, bevor man sozusagen das Muster weiterführt, ja, hier können wir nicht mehr weiterzählen. Das ist irgendwie in sich abgeschlossen, das Muster. Jetzt haben wir die Wahl, gehen wir jetzt zu dem Bogen links oder zu dem Blümchen links, rechts. Da schauen wir uns auch gerne das Muster nochmal an, wie das Ganze auszusehen hat. Also den Bogen haben wir jetzt richtig gestickt. Jetzt noch spiegelverkehrt. So. Die Blumenblätter würde ich sagen, die werden einfach nur mit einem geraden Stich, das kann ich euch auch noch gerne zeigen, gestickt. Da geht man in das Loch hier. Dreht man das Ganze um. Und dann muss man die einzelnen Schritte jetzt immer mit diesem einen Punkt verbinden. Das heißt, einmal haben wir das jetzt. Dann gehen wir ins nächste Loch rein. Und dann wieder zurück zu dem Ausgangspunkt. Dann wieder umdrehen. Ins nächste Loch reinstechen. Und von da aus wieder zurück zu dem Ausgangspunkt. Da sieht man, dass die Rückseite jetzt immer unordentlicher wird, aber das ist alles gar nicht so schlimm, weil man sieht das, wenn das fertig ist, ja gar nicht mehr. Man verdeckt das ja oder man klebt noch was dahinter. So. Und dann wieder auf der Vorderseite zurück zu dem Ausgangspunkt. So ein bisschen Faden nachziehen. Dann wieder das Ganze umdrehen. Und jetzt bin ich aus der Kamera raus. Ins nächste Loch. Jetzt wieder auf der Rückseite. Ins nächste Loch einstechen. Da sieht man auch, auf der Rückseite bildet sich das gleiche Muster wie vorne. Weil hier gehen wir ja keinen Schritt weiter, sondern wir verbinden das alles immer mit demselben einen Punkt.
Und da wird es vorne und hinten das Muster gleich. So. Jetzt noch drei Löcher. Und dann haben wir diesen Bereich auch schon abgeschlossen. Noch zwei. So. Und jetzt noch der letzte. Also das mit den Löchern sieht man ja, also jetzt, das sieht jetzt extrem aus, als ob die Löcher riesig wären, aber ich habe jetzt auch super rangezoomt. Vom Weiten würde man das so gar nicht mehr erkennen. So. Und ich denke mal, hier hören wir jetzt auch wirklich auf. Ich verabschiede mich für heute bei euch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Kommentare zu diesem Tutorial lässt, damit ich auch daraus lernen kann. Ich bin ja, wie gesagt, Neuling und was ja Video, Kameraführung und ähnliches, da habe ich absolut keine Ahnung. Ich lasse einfach das Video mitlaufen, weil ich auch mit dem Schneiden nicht zurechtkomme. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dann sagt, boah, bitte das nächste Mal gucke mal bitte, wie du es machen kannst, dass das zum Beispiel jetzt nicht so wackelt oder ähnliches. Ich kann mich nur steigern und verbessern, wenn ich Kritik erhalte. Und ich kann auch mich, ja, wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man. Und manchmal muss man Fehler machen. Und einer muss es einem mit dem Finger zeigen, du, das ist nicht in Ordnung, damit man daraus lernt. So. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr besucht mich wieder. Bis bald. Tschüss.